Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Final Fantasy 13. Seit der letzten Episode habe ich hier ein wenig Geld gefarmt. Ich meine, ihr seht es nicht mehr, weil ich bin mit dem Aufrüsten fertig. Ich habe alles in der Videobeschreibung notiert. Wir haben die Unheilslanze bei Fang, die Ignis-Sturmklinge bei Light, Urubutsin bei Hope, die Maulroute bei Vanir, die Formalhaut bei Sass und den wilden Eisbär bei Snow. All diese Waffen sind auf dem Maximum und die werden auch, ich werde die auch nicht mehr weiter aufwerten. Das heißt, die High-Level-Waffen interessieren uns jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe für Fang, also ich habe die Ausrüstung ein wenig verändert für diesen Part, und zwar kriegt Fang und Lightning kriegen eine Schleife. Die Schleife wird gleich noch hochgewertet, damit die auch wieder einen Stern hat, während Hope ein Gleislichtshalstuch bekommt. Der Grund daran liegt, im Moment ist es so, dass die Kämpfe hier schon so lange dauern, dass die Sprintstiefel nicht mehr lange genug halten, als dass es sich lohnen würde, Autohast zu benutzen. Hier brauchen wir 36 Knochen und 25 Supraleiter, um die Schleife auf 25 zu bringen. Ich habe aber nur zwei Schleifen. Ich könnte theoretisch eine dritte machen, indem ich diesen Göttinnenschein auf den Stern bringe und zerlege. Dann kriege ich eine dritte Schleife. Das möchte ich aber nicht tun, da ich nur noch einen Naturgeisterreif und einen Göttinnenschein habe. Und man kann später im Spiel noch Schleifen farmen. Also ist es mir das nicht wert, weil diese beiden Items bekommt ihr nicht mehr. Einen davon konnte man zerlegen, den anderen nicht. Ist aber nicht so tragisch. Zwei Schleifen reichen mehr als genug für das, was wir vorhaben, und für was anderes, da kümmern wir uns später drum. Ihr seht jetzt, unser Ziel führt uns dorthin. Das heißt, was wir natürlich machen, ist, wir gehen erstmal gekonnt auf die andere Seite. Das heißt, gekonnt, wenn wir da hinkommen natürlich. Für diesen Ort werden wir hauptsächlich das Saboteurkommando, das Paradigma mit dem Saboteur verwenden, denn die meisten Gegner hier kann man via Saboteur relativ gut bekämpfen. Ja, aber erstmal kümmern wir uns um die beiden hier. Der Grund für mein Setup, das werdet ihr jetzt in dem nächsten Kampf gleich sehen, da ich jetzt die Sprintstiefel nicht mehr nutze, komm her Auto, genau bei dir kann ich es nämlich gut demonstrieren, dazu musst du aber hierher kommen. Das ist nämlich einer der Gegner, den viele Leute hier überhaupt nicht abkönnen, und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie einfach man die zu Klomp hauen kann. Der Trick ist nämlich hier, erstmal analysieren, und ihr seht schon, Hope beginnt sofort Hast auf die Gruppe zu casten. Während ich jetzt dem da erstmal Pein verpasse. Und zwar so schnell wie möglich. Wunderbar. Das war's eigentlich schon. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Debuffs draufkriegen. Während Hope uns mit den ganzen Buffs verpasst. Der versorgt uns mit den Buffs. Und Autohast hält durch Hope so viel länger. Und der Gegner hier kann uns jetzt eigentlich gar nichts mehr tun. Denn dank Pein ist er jetzt nicht mehr in der Lage, uns Schaden zuzufügen. Habe ich den eigentlich analysiert? Natürlich. Und jetzt können wir den gemütlich zu Klomp hauen. Also das Paradigma, das Startparadigma, was ich im Moment verwende, mit zwei Manipulatoren und einem Augmentor, ist extrem stark. Kriege ich den gestaggert? Wahrscheinlich nicht. Er ist wahrscheinlich tot, bevor ich ihn gestaggert habe. Er hat eine sehr hohe Stagger-Resistenz, war. Das geht eigentlich. Ja, aber wie gesagt, der ist tot, bevor ich ihn staggern kann. Guter Job, habt ihr super gemacht. 5 Sterne, bisschen Erfahrung, keine Gegenstände, aber damit kann ich leben. Ne, warte mal, von hier bin ich gekommen, wir wollen in die andere Richtung. Denn hier gibt es eine Handvoll Items einzusammeln, ansonsten ist dieser Ort nämlich eigentlich komplett wertlos für uns. Aber wir haben nochmal so ein Auto. Hallo Auto. Eigentlich ist es ein Motorrad. Komm her. Auch dem haben wir schnell einen Scheitel gezogen.
Und als Belohnung dafür gibt's einen Analysator. Ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, da wir die Dinger ja jetzt auch einfach kaufen können. Aber hey, was man hat, hat man, würde ich mal sagen. Gehen wir hier hoch. Ich mag das Internet, das ist eine coole Welt hier. Also hier. Und, neuer Gegner. Hallo, großer Robo. Ich kenne ihn noch gar nicht. Erstmal analysieren. Immun gegen Pein und Nebel leider. Erstmal alle Debuffs drauf, die ich drauf kriege. Ich glaube fast, du kriegst erstmal was genau. Wunderbar. Flug. Sonst noch irgendwas? Ex-Anime. Das, ja, es muss klappen. Okay, hat eine relativ gute Widerstand. Wie sieht's aus? Haben wir das Wichtige haben wir. Jetzt wird er gestaggert und weggekloppt. Denn dank den ganzen Debuffs ist der jetzt doch sehr einfach zu killen. Ich meine, theoretisch hätte ich ihn auch einfach in Ex-Anima stehen lassen können und zugucken, wie er am Gift stirbt. Habe ich dich eigentlich untersucht? Ja, okay. Das könnte knapp werden. Aber er ist tot. Wunderbar. So muss das. Dann haben wir auch ihn besiegt. Und als Belohnung für den Dicken hier gibt's Melarit. Warum kriege ich hier zu Ende des Spiels noch Melarit? Das Ding ist... Oh, eine Engelskrone. Nice. Das Melarit ist ab sofort komplett nutzlos. Ihr könnt das, soweit ich weiß, nur dazu benutzen, den Startreif hier... Carbon? Carbon, glaube ich. Eisenreif. Ihr könnt damit den Eisenreif eine Stufe hochwerten. Das ist der einzige Nutzen, den Melarit hat. Ansonsten ist er komplett nutzlos. Das heißt, theoretisch könnten wir die auch verkaufen. Ich behalte Katalysatoren einfach gerne, weil man... Ja, man weiß nie, ob man nicht doch irgendwann mal einen braucht. Auch wenn die ganz gut Geld wert sein könnten. Gerade das Melarit. Es war... Ja gut, es sind nur 1000 Gil. Aber trotzdem. Ganz wichtig ist hier noch für euch... wegen dieser Gil-Farm-Methode hier, ich musste nämlich doch noch eine relativ gute Menge an Gil sammeln für das ganze Geld, was ich für die ganzen Waffen, die ich aufwerten wollte und so weiter. Das hat mich insgesamt fast 800.000 Gil gekostet. Und dadurch, dass ich halt doch sehr, sehr viel Gil in die Tier-3-Waffe für, also in die Keinlanze für Fang investiert hatte und die Hyades für Sass, ging da gut was drauf. Bei den CP ist es so, ich habe erstmal mich dazu entschieden, alles bis auf 60.000, 600.000 immer mal wieder in irgendwelche in irgendwelche Nebenrollen zu investieren. Ich möchte nicht allzu viele Punkte verballern, aber ein bisschen was wollte, also einfach nur, dass ich nicht an das Maximum komme. Übrigens, wenn ihr hier weiterspielt mit diesen Plattformen und so weiter und weitermacht, damit schaltet ihr über kurz oder lang schaltet ihr den Gil Farm Ort aus. Also das heißt, wenn ihr wirklich hier den Ort zum Gil Farm nutzen wollt, müsst ihr das machen, bevor ihr weiter geht. Sammelt hier das Geld, bevor ihr mit der Story weiterspielt. 4 Kompressoren, awesome. Denn eben wie gesagt, wenn ihr zu lange euch Zeit lasst, ne, hier ist sonst nichts mehr, dann verliert ihr die Chance. Wenn ihr weiterspielt, verliert ihr die Möglichkeit, die Gil zu farmen. Also farmt vorher und kümmert euch dann nachher um die Story, wenn ihr das denn wirklich haben wollt. Mit dir will ich jetzt erstmal eh nicht spielen. Wir gehen erstmal da runter, denn
Hier unten müsste, soweit ich weiß, noch ein Item sein. Oder ist das hier? Hier ist ein Item. Vier Dialight-Elemente. Haben wir hier unten noch was? Ja, da ist noch eine Kiste. Ihr seht schon, hier ist so eine Handvoll versteckte Kisten. Turboprops. Ja, das sind alles Komponenten, die ich beim nächsten Speicherpunkt dann verkaufen werde, weil ich an und für sich die Dinger nicht mehr brauche. Das, was ich an Komponenten haben will, das kaufe ich mir. Das sind Supraleiter, das sind Großknochen. Ich habe alles, was ich brauche für Komponenten, werde euch alles in die Videobeschreibung schreiben, was ihr noch braucht an Komponenten, um die Waffen und alles aufzuwerten zu dem Punkt, an dem ich bin. Denn... Ach, was wollte ich denn sagen? Ich hab's vergessen. Scheiße. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich hab's vergessen. Zwei Teilchenbeschleuniger. Sehr nice. Aber ich glaube, damit haben wir hier auch alles eingesammelt. Hier auf dem Nebenweg. Dann gehen wir nämlich zurück. Hallo, Motorrad. Wenn du herkommst, kenne ich dich. Wenn nicht, dann darfst du am Leben bleiben. Das liegt in deiner Hand. Such's dir aus. Such's dir aus. Willst du leben? Willst du sterben? Du wirst leben. Okay. Ja, nee, ich muss hier runter. Gute Wahl. Ich bin stolz auf dich. Willst du leben? Nein, du wirst nicht leben. Ja, wenn du nicht leben willst, dann musst du sterben. Ich habe da keine Probleme mit. Ich kill dich schon. So, dann gehen wir wieder zurück auf die Plattform und reisen wieder zurück nach Hause, wo wir waren. Was ist nach Hause? Aber mit diesem Teleporter-Plattform oder was auch immer das sein soll. Lightning Hope, nein! Gut, dann nehmen wir die hier. Nein, ich habe sie zurückgelassen. Ich Schwein. So, was haben wir hier Schönes? Handlungsschuppen oder was auch immer, was das für Schuppen waren. Aber auf jeden Fall haben wir hier wieder neue Gegner und zwar diese... Was auch immer du darstellen sollst. Dagon. Erstmal analysieren, denn der beginnt gleich mit einem Haufen Buffs. Aber ich bin kein Fan von deinen Buffs. Warum werden die jetzt einfach gebannt? Und dann wirst du gedebufft. Ist ja eh schon total arm. Alles drauf, was geht. Und kill. Ja, das passiert, wenn ihr alle Debuffs auf dem Gegner drauf habt. Ein Tower und alles ist tot. Gefällt mir. Brandungsschuppen. Also ihr seht schon, die eigentlich kein Problem. Das sind jetzt auch mehrere davon. Aber auch das wird an sich kein Problem werden. Auch hier einfach eure Debuffs gut einsetzen und dann sind die eigentlich sehr, sehr arm. Ja, genau, hier war das. Hier gibt es nämlich noch einen zweiten Stock. Den kann man auch relativ einfach übersehen, aber danke, dass du uns das gesagt hast, Light. Und die sind eben auch keine Probleme. Durch die doppelte Menge an, durch die zwei Manipulatoren, könnt ihr hier den meisten Gegnern so schnell einen Leid zufügen. Das ist eigentlich, eigentlich können die einem Leid tun. Und so haben wir auch den da ganz, ganz schnell wieder ausgeschaltet. Und hier oben müsste noch ein Item sein. Ich das richtig in Erinnerung habe. Natürlich habe ich das richtig in Erinnerung. Und was gibt's hier? Ein Stromring. Sehr nice. Weiß jetzt nicht, ob ich den jemals irgendwann brauchen werde, aber egal. Übrigens, wegen den die Schleifen, falls ihr die gesehen habt, die verbessern die Widerstandsfähigkeit gegen Zustandsveränderungen um 25%. Das klingt eigentlich an sich gar nicht mal so stark. Aber durch die Tatsache, dass Zustandsveränderungen eigentlich sowieso so eine niedrige Chance haben, überhaupt, dass man überhaupt welche abbekommt, sind die 25% weniger Zustandsveränderungen, das kann schon sehr, sehr, sehr gut sein. Da wir für Hope im Moment keine haben, und beim, ich sag mal so, beim Endboss hier können Zustandsveränderungen sehr, sehr mies sein, da werde ich dann was anderes machen. Also da habe ich was anderes vor für Hope. Wir werden ihn zumindest vor den wichtigsten Zustandsveränderungen schützen. Wunderbar, damit sind die auch weg.
Eine Sache, die ich euch auch noch empfehlen kann, ist, die sind sehr anfällig gegen Ex-Anima. Also das kann auch sehr, sehr gut sein. Die Waffe, die wir hier bekommen haben, ist eine Waffe Fang. Aber an und für sich bringt uns die nichts. Ihr seht schon, die senkt unsere physische Angriffskraft. Hat aber einen relativ guten Magiewert. Also wenn ihr Fang mit Magie spielen wollt, dann wäre das eine Waffe, für die ihr euch entscheiden könntet. Hier ist ein Speicherpunkt, aber der interessiert uns erstmal nicht. Stattdessen reden wir mit dieser Göttinnenstatue hier. Diese öffnet uns nämlich einen neuen Weg. Das sieht aus wie Karbunkel übrigens. Also wie die Faust, die Karbunkel. Und was das tut, ihr seht schon, das hat den kompletten Ort neu formatiert. Ja, passt zum Internet wieder. Und jetzt funktioniert die Strategie mit dem... Also die Strategie für den... da unten ist sie wieder. Die Strategie für das Geldfarmen, was wir bis eben genutzt hat, was wir genutzt hatten für den letzten Part, das funktioniert jetzt nicht mehr. Dafür hat sich die Karte zu sehr verändert. Aber das ist auch nicht so tragisch, denn alles an Geld, was wir brauchen, haben wir schon. Und dann sind die beiden weg. Das war jetzt diese Fahrzeuge. Da unten müssen wir hin, dann gehen wir erstmal da hoch. Das sieht mir in einer Sackgasse aus. So wie hier, ihr seht schon, hier sind ein Haufen Gegner. Benutzt hier am besten einfach einen Blender, um einen Überraschungsangriff zu bekommen. Um die so schnell wie möglich auszuschalten. Denn die können an sich schon relativ gefährlich sein. Gerade vor allem, wenn ihr eine größere Menge von den Gegnern erwischt. Was haben wir hier hinten? Moment mal. Oh, hier geht's wieder zurück zum Anfang. Da wollen wir jetzt erstmal nicht mehr hin. Oh, jetzt sind die wieder da. Super. Das war eigentlich nicht gewollt, aber egal. Kann ich die überraschen? Leider nein. Scheiße. So eine ekelhaft widerliche Gruppe. Bin ich froh, dass ich die nur nicht nochmal bekämpfen muss. Bei denen hier, lasst euch nicht verarschen, das sind wieder vier. Benutzt eine Subsidie. Das ist sehr wichtig für euch. Bei den Gegnergruppen hier kann Nebelgar und Peingar extrem nützlich sein. Aber was haben wir hier hinten noch? Außer den beiden hier. Oh, und da ist noch Schatzkiste. Übrigens, bei solchen Gegnergruppen, wo ihr solche Seath plus was anderes, also Autos oder sonst irgendwas habt, wichtig meiner Meinung nach ist, konzentriert euch zuerst darauf, Nebel auf die Seath drauf zu bekommen. Das hat die höchste Priorität, denn deren Debuffs und vor allem deren Todgespamme kann euch sehr, sehr hart zusetzen. Da wir das nicht wollen, schalten wir die halt so schnell wie möglich aus. Jetzt gehen wir erstmal dahin, dann mit dieser Plattform hier fahren wir tiefer. Denn hier geht's nochmal weiter. Ah, die Karte ist noch nicht geladen. Bevor ich hier nochmal ein bisschen umsehen kann. Ah gut, auf jeden Fall würde ich sagen, hier ist ein Speicherpunkt und das ist ein guter Ort, um den Part zu beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute. Euer Tritaldor.